Ja, hallo. Im heutigen Produktvideo geht es um unser Fußballset. Wir haben ein ganz tolles Fußballset für euch zusammengestellt zur EM, WM, Länderspiele, wenn die Deutschen spielen. Und zwar haben wir ein ganz tolles Päckchen gemacht, ein bisschen mit Fußballmotiv. Ja, da ist auch ein Trikot drauf mit der 10. Ich weiß gar nicht, wer die 10 trägt. Ja, vielleicht wisst ihr das. Ich bin nicht so der Fußballtyp. Schreibt uns auch mal einen Kommentar. Vielleicht wisst ihr, wer die Nummer 10, wer das trägt. So, wenn wir das Ganze jetzt nochmal schön umdrehte und auf der anderen Seite zeige, ist sogar, dass man da eben auch einen Namen draufschreiben kann, dass das ein schönes Geschenk ist. Da sind tolle Sachen drin, die ihr auch mit den Kindern backen könnt, mit Jugendlichen oder mit den fußballverrückten Männern, dass sie mal anfangen zu backen. Das wäre ja schön, nicht nur immer die Frauen. Ja, dann öffnen wir das einfach mal und schauen mal rein, was in diesem tollen Wunderpaket drin ist. Und zwar haben wir hier, ganz toll, einmal Esspapier, Fußbälle, wo man dann mit dekorieren kann. 50 Stück in 4 cm Durchmesser. Dann haben wir ein kleines Tütchen mit Deutschlandstreusel in Rot, Schwarz und Gold. Das sind Zuckerstreuseln. Zuckerstreusel, was habe ich gesagt? Deutschlandstreuseln. Deutschlandstreusel. Ja. Aus Zucker, genau. Genau. Deutschlandstreusel in Zucker. Ich habe schon gedacht, ich habe wieder ein Blödsinn erzählt. Dann haben wir Muffinsförmchen. Ja, sind auch schon leicht gefettet, backfest. Und hitzebeständig bis 220 Grad mit einem schönen Fußballmotiv drauf, Bälle drauf, Pokal drauf, ein paar Spieler drauf, eine Trillerpfeife. Ganz tolles Fußballmotiv. Und dann haben wir natürlich die schönsten Farben dieser Welt, ja? Schwarz, Rot und Gold, die Deutschlandfarben. So. Das ist Ja. Wanda. Das ist Ausrollfondant, das ist Rollfondant, da kann man das schön mit modellieren. Ich kann das ja auch einfach mal aufmachen und euch ein bisschen was zeigen. Wir haben hier auch eine Muffins-Mischung, wenn ihr die haben wollt, müsst ihr bei uns mal in den Shop schauen. Da kann man Muffins-Mischung haben, sonst könnt ihr schöne Muffins backen. Die haben wir hier schon einmal vorbereitet. Das sind die Motive, die wir haben. Und dann kann man die natürlich schön dekorieren. Machen wir mal hier ein bisschen Platz, die Kamera. Man kann eine gelbliche Buttercreme nehmen. Oder andere Cremes auf Schokoladenbasis, Sahne, Buttercreme und kann dann hier einfach nur Tupfen spritzen, ein nebeneinander. Man kann eine Grashülle nehmen, kann vielleicht mit Gras einen Muffin auch bedecken. Gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder auch einfach nur mit einer Palette einstreichen. Das wird jetzt ein Deutschland-Muffin, ja? Das wird ein Deutschland-Fußball-Muffin. Da haben wir jetzt hier auch ein bisschen extra Gelb genommen, weil das ja auch zu den Farben passt, zu den Deutschland-Farben. Man kann dann hier die Streusel nehmen. Und einfach ein bisschen Bild drauf machen. Oder man kann die auch in die Hand nehmen. Und am Rand nur geben. Und dann nehmen wir hier einen Esspapieraufleger. Und kann hier einfach einen Fußball aufsetzen. Passt dann zu jedem anderen Spiel. Man kann die Farben natürlich auch ändern. Kann ja auch sein, dass es unter normalen Fans und Zuschauern und Dings gibt, dass sie lieber für Brasilien sind, ne? Oder andere Vereine Argentinien. Könnt ihr die Farben natürlich auch ändern. Dieser Fußball ist eine Grundnaturfußball und man kann da natürlich dann auch andere Farben, wenn man andere Länder eben bejubelt, auch andere Farben machen. Das kann man mit denen machen. Dann haben wir unseren Ausrollfondant. Da kann man dann Stückchen abmachen, immer ein bisschen durchkneten und dann ausrollen. Wenn man eine schöne Arbeitsfläche hat, wie wir, es nicht klebt, gerade bei dunklen Farben ist das perfekt, weil man dann keinen Nebel drauf hat, keinen Staubnebel, dass es schön schwarz bleibt. Man macht dann von unten ein ganz bisschen Puder, damit es dann schön auf der, Bäckerstärke. das ist die Bäckerstärke Puder, genau, dass wenn man damit dann gleich was aussticht, damit das schön an der Oberfläche auch ein bisschen rutscht, dann kann man nämlich hier den passenden Muffins-Ausstecher nehmen
Und den nehmen, der ist ein bisschen größer, hängt da ein bisschen am Rand drüber. Ausstechen. Und das können wir nämlich schön bewegen und drehen und lässt sich super ausstechen. Und hat dann einen schönen, sauberen, glatten Rand. Und dann nimmt man sich den Muffin und drückt das ein bisschen an. Man kann ein bisschen Marmelade drunter machen, wenn es hier schön angedrückt und ein bisschen anpoliert hat. Dann fällt das auch nicht ab. Muss man keine Marmelade oder Creme drunter machen, wenn man dann frischen, softigen Muffin hat, geht das auch so. Und da kann man dann auch die Streusel dran machen oder eine mit Buttercreme Tupfen draufsetzen und Fußball draufkleben. Ja? Und mit essbarem Kleber die Streusel hier am Rand machen, mit anderen Farben, andere Sachen modellieren. Ihr könnt natürlich auch sehen, auch wenn dann mehr vielleicht Frauen mit dabei sind, dann könnt ihr kleine Röschen modellieren oder andere Geschichten einfach dekorieren. Ja? Dann habt ihr hier schon mal einen großen Starter-Set für die nächste Fußballmeisterschaften, die in Lande stehen. In Frankreich dann auch. Vielleicht könnt ihr für den Gastgeber auch noch andere Farben stellen. Wir haben natürlich Rolf und Lang in verschiedenen Farben auch vorrätig. Aber hier für die Deutschland-Fans ein ganz tolles Paket. Ja, hallo. Im heutigen Produktvideo geht es um unseren Floristenbandschneider, den wir haben. Und zwar haben wir hier von der Firma GEM, PMI, ganz tollen Floristenbandschneider. Und zwar kann man hier verschiedene